Okay. Ich dachte gerade, der fährt in mich rein. Ja. Der LKW. Du solltest dich mal trauen. Dann komme ich da rum. Und dann? Kriegt der Schläge. Okay. LKW, fall mich rein! Ja, ich will, dass du ihm Stärke gibst. Das ist ein weirder Kink, aber okay. Wahrscheinlich treffe ich den eh gleich wieder. Durch diese Regentropfen denke ich immer, irgendjemand steht auf der Straße. Manchmal. Ja, in so einem richtigen Winkel. Der Schrei, der über die Straße geht. Was? Was? Ja, kennst du nicht das Bild, der Schrei? Doch, kenne ich, natürlich, aber was? Ja, und so wie die Biegung quasi von seinem Körper ist, so sehen manchmal die Regentropfen aus. Soll ich dir irgendwie eine Jacke holen oder so? Soll ich die wegbringen? Mir kalt nicht mehr nicht. Wieso? Nee, die Jacken meine ich auch nicht. Ja, kuscheln will ich jetzt auch nicht. Ist das am Schritten und ausgerechnet heute? Was? Ja, ich brauche keine Kuscheljacke. Es gibt doch diese Jacken, wo du dich dann so richtig einkuscheln kannst, die dann auch noch diese Pfoten haben und so. Kennst du Egal, was ihr macht, Leute. Helft ihr. Ruft einen Arzt, wenn es sein muss. Wieso kennst du die nicht? Wird auf Facebook ständig Werbung für gemacht oder auf Instagram oder sowas. Diese Decken oder Jacken, wo man dann halt die Arme so reinmacht und dann. Helft ihr einfach. Nee, das ist nicht mal sehe, schick dir ein Foto. Ruft einfach an. Ich schick dir ein Foto davon, dann siehst du, dass ich die Spinne. Das gibt's wirklich. Du hast gesagt, die Spinne? Ich will keine Spinne sehen, was ist mit dir? Ah. Musste gestern bei Gronkh im Stream schon eine ekelhafte Spinne im Spiel sehen. Oh, ich hasse Spinnen. Es gibt nichts Schlimmeres auf dem Planeten. Blinky. Riesenspinnen in Skyrim, die von der Decke fallen. Nein, nein, aus. Aus. Bitte. Mach das nicht. Bitte, ich will noch schlafen. Schlaf wird überbewertet. Ja, ich werde eh wieder nicht schlafen. Siegwalden. Du schläfst ja auch immer wie ein Engelchen, ich nicht. Ja. Tschüss. Nicht immer. Zur Zeit. Aber nicht immer. Warum grinst mich die Alte so komisch an? Was sie deine Mutter ist. Oh, bitte nicht. Die sieht creepy aus. Die sah nicht creepy aus. Danke. Ich fahre wie eine junge Göttin. Das glaubst du nur. Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es. Bin so ugly. Siehst du wunderschön aus. Nee. Vor allem, wir haben die gleiche Nase. Wir sind Zwillinge. Wir müssen von der gleichen Mutter sein. Zwillinge. Von der Oma? Ich brauche eine Fahrkarte. Okay, das wäre jetzt einfach weird. Oh ja, wir haben die Aufgabe fertig. Und warte kurz. Ja, wegen ja. dem Wetter. Danke. Ja, ja. Ich will irgendwas anderes haben als dieses ewige ja, Regen. Ja. Das ist ja furchtbar.
Könnte sich auch einfach was anderes einstellen, aber. Ja, will ich ja gleich. Wer bin ich schon? Ich stelle ja gleich was anderes ein, aber dieser Regen nervt. Kein Wunder, dass ich nicht fahren kann. Ich will mir auch immer wieder einen rausdrehen, einfach, ne? Oh nein, nicht den Hauptbahnhof. Ich glaube, Ryan ist schon wieder verstört, weil ich gleich wieder ein paar tolle Maps auswähle. Oder Routen auswähle. Oh nein, no. Das wird toll. Freust du dich schon drauf? Nein. Gar nicht. Wie viele Routen müssen wir gleich auswählen? 30. Also wie viele Strecken? 38. 1, 2, 4. Also 4 Namen. Also eins ist auf jeden Fall das Räufchen, das Wölfchen. Nutze Fahrer, um auf einer Strecke mit maximal 8 Haltestellen, bla bla bla, ja. Dann einmal Freden. Die fährst du? Oh ja. Ich war Freldon. Die fährst du so lange, bis du sie in- und auswendig kennst. Das wird, glaube ich, noch häufiger passieren, während wir das Spiel spielen. Da bräuchte ich das nicht hintereinander fahren. Hey, oh, doch. Ja, da kommen wir ja nie voran. Doch, doch. Die restlichen Weichern. Vergiss es. Du fährst die so lange, bis du sie perfekt fahren kannst. Das wird nie passieren. Ich will die anderen genauso fahren, also nix da. Du musst nur üben. Ich will ja nicht üben. Ich will ja so fahren. War gut. Letztes Mal so ist. Solange ich mit Plus und nicht mit Minus durchgehe, wie bei der Einfahrt. Na gut. Ich wünsche dir was. Ach, Plus, sehr gut. Shampoo gekauft. Gut, nachgucken. Nur einen Toten kann ich mir nicht erlauben. Fahr mal einen um. Nö. Ich erlaub sie doch! Nee. Wie nee? Nee, ich fahr keinen um. Hybrid, bitte mach ein Kreuz im Kalender. Wenn ich sie erlaube, dann will sie das nicht. Mach ein Kreuz, bitte. Ich hab sie gerade erlaubt und sie sagt einfach nein. Weil ich weiß, dass du es mir eh nicht erlaubt hättest. Du hättest dann eh wieder gemeckert. Sehr gut. Machst du einfach, ist doch scheißegal, ganz so ernst. Oh, wenn du da Spaß dran hast, dann überfahr irgendeine Oma oder so. Juhu, ich darf Omas überfahren. Aber mach ich jetzt doch nicht. Ja, aber das Auto nimmst du mit, okay. Waren ja nur 500. Kann ich mir erlauben, ist im Budget mit drin. Ich möchte aber, dass du jetzt eine Oma mitnimmst. Will ich aber gerade nicht. Warum denn nicht? Weil ich gerade keinen Bock habe, eine Oma mitzunehmen. Du weißt, wo du uns das kommt. Was? 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 Der hält sich wie jemand in den Regenschirm vom Lümmel. Nimm ihn mit, der ist nicht normal. Der ist ferngesteuert von den Aliens. Von den Aliens. Alien? Aber auch wirklich auch nur, wenn die über die Straße gehen, ne? Danach, yep. Ja, könnt ihr da, danach wieder ganz normal, als wäre nichts gewesen. Sag dir das, die sind fremdgesteuert von den Aliens. Aliens. Hm. Och, das war knapp. Es ist eh keiner mehr im Bus, glaube ich. Nee. Was denn? Aliens.
Das ist der Alien-Dance. Gut, dass das eben keiner gesehen hat. Ich hab das. Nein, hast du nicht. Oh. Nee, hast du nicht. Doch. Nee. Wenn du was hättest. Ja, ich hätte es nicht gemacht, wenn da Menschen gestanden hätten. Schade. Dann hätte ich das nicht gemacht. Du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Boah, hör auf, mich zu labern. Nein. So. Ich labere dich gerne voll. Nicht du. Also. Rölfchen, das. Rölfchen wurde sich ja gewünscht. Ja, von mir. Ja, natürlich von dir. Okay, Hauptbahnhof. Das ist der Hauptbahnhof. Ich hab noch was. Warte. Ja. Wir haben Rolfchen das Wölfchen. Ich hätte aber noch im Angebot Jens die Gänz. Jens die Gänz. Wie, Werbung hast du? Ja, Werbung ist nervig. Werbung ist echt nervig. Komm, bist doch gut. Jens die Gänz. Hm. Ich? Bitte. Ich glaube, der Chat findet das nicht so lustig. Nicht mit Ä, mit E. Warte. So. Oh Mann. Was denn? Nichts. Ich hab grad einfach nur überlegt, welche Namen sich auf irgendwas reimen. So. Okay. Neue Strecke. Jens. Die. Jens. Ist das ein Blödsinn, ey. Ich überleg, was hört denn da? Wie viel brauchen noch einen, ne? Oder zwei? Wir brauchen noch zwei, aber eins ist ja, ne, Freldin. Dann brauchen wir noch eins. Manni, das mürrische Mammut ist immer. Mann. So. Dann. Oh, Hauche, davon könnten wir auch nehmen. Freldin. Der gute Hauche, Elefant und niemand versteht's. Okay, Oakwell. Eins, zwei. Siegwalden. Die Mutter macht dann irgendwann ein bisschen so. Ne? Hauptbahnhof? Ist auch so ein bisschen Fahrstuhlmucke. Toter Kohl. Dann. So? Oder? Auseinander. Hauche so. Und dann Elefant. Ja, so ist auch gut. Das ist die beste Strecke. Äh.
Schmerzspeicher. Lichtspeicher. Fühl die Musik einfach. Lido. 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 Propagrants. Hauptbahnhof. Oh. Okay. Da haben wir unsere Strecken. Du die 7, ich die 8? Oder du die 8, ich die 7? Hallo, die Frage kannst du selber beantworten. Du die 8, ich die 7. Was? Was weiß ich doch nicht. Ich gebe dir doch meine 7 nicht. Ja, ist ja gut. Wir fahren die doch sowieso gleich. Wir tauschen doch gleich. Aber ich will nicht mehr erfahren. Okay, ja, ist ja gut. Es ist die 7. Aber warte, regnerischer Tag aus. Tag bitte. Tag. Rundfahrt. Bei mir ist auch trotzdem regnerischer Tag drin. Ich kann es nicht ändern. Wahrscheinlich, weil ich es noch nicht gestartet habe. Okay. Warte, starten. Ja! Geil! Hybrid. Musste ich mal was fragen. Hallo. Eine Musste Fahrkarte, ich mal bitte. Was fragen. Wer will Danke. Das noch spielen? Fragt von Freunden. Ich. Was? Echt? Klar. Ja, aber ich hab. Mit Mods, oder? Nö. Ohne. Oh, okay. Wieso? Frag mein Freund. Oh, ja, mal fragen. Ich spiele eigentlich fast gar keine Spiele mit Mods außer Sims. Ryan has disconnected from the server. Was, wieso? Rein, ja, weil allein ist das nicht. Server. Nein. Aber das ist doch jetzt bestimmt nur von der ganzen Zeit kostenlos, oder? Das ist Wochenende wahrscheinlich. Zentrallager. Es ist. Es ist genau, ne? So bis 19. Juni. Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Ist ja fast das Wochenende. Hast du die letzte Folge. Nein, nicht spoilern! Hast du die letzte Folge? Nein! Nicht eine spoilern! Er ist für durch den halben Bus gekrüllt. Oh, ich muss das echt mal machen. So einen hohen Betrag in 5 Cent wiedergeben. Hinter der Leidenschaft ist auch. Dann wissen wir, was jetzt. Noch echt so spannend. Weiß ich nicht, mal gucken. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Hier sind einfach keine Autos mehr. Ob das gut ist? Ja. Pass auf, dass nicht vorher auch ploppen. Du bist da jetzt so, hä? Hab ich jetzt schon gesagt. Ich bin eingeschlafen. Hä? Hab ich was verpasst? Hä? Wir sind irgendwie gar keine Hä? Frag sie aber nicht. Frag sie aber nicht, ob Energy getrunken, lass mich. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Schön. Findest du. Was? Jetzt findest du es auch noch schön, dass ich mich gemobbt fühle. Nein! Oh, warte, warte. Alter, mit was, wenn du Karacho hier rumfahre? Geil. Nächster Halt, Zuckerfabrik.
Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Ich glaub, oh, Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Aua, mein Bauch. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nein, können Sie nicht. Danke. Oh, hier bleibt der blöde Vogel da stehen. Na klar, ich dachte, ich hätte eine gekauft. Was? Oh, so schön, dass ich ihn wieder durch die Stadt... Hier. Oh, wenn du durch die Stadt fährst. Ich hab ihm meine Fahrkarte schon gezeigt. Du liebst die Stadt doch. Du wolltest die Strecke fahren. Ja, mich stört doch nicht. Achso, die dritte Tür habe ich auch noch offen. Also einfach Lamm 6. Das ist zu weit weg. Außerdem ist mein Lampen nicht an. Damit wechsle ich, glaube ich, auch die Szene. Ja, gut! Zum Glück habe ich dafür keine Shortcuts. Ja, ich jetzt eigentlich ja auch nicht mehr dadurch, dass ich es ausgeschaltet habe. Ich darf es heute nur nicht entscheiden. Nächster Halt zum Heuschober. Also irgendwie habe ich Halsweh. Ja, das heißt, stream aus und ab ins Bett. Nee, ich glaube, ich werde einfach nur krank. Ja, sag ich ja, stream aus und ab ins Bett. Nee. Solange ich, noch halbwegs schlucken kann, geht das. Solange ich nur keinen Corona wieder kriege, ist alles gut. Weiß schon, wie sich dieser eine Satz angehört hat, ja? Frag doch von Freunden. Warum müsst ihr immer so versaut denken? Weil das halt so sein muss. Schlucken tut jeder Mensch. Ja, es kommt nur drauf an, was. Kannst du mal schlucken? Spucke und so, ja, weißt du? Nee. Das schluckt jeder Mensch. Ich bin einfach versaut durch Julian Bams letzten Videos. Speichel bzw. Spucke schluckt jeder. Was ist daran denn jetzt? Ja, nein. Hybrid weiß, was ich meine. Er hat's gesehen. Und nein. Sag das nicht so. Bitte nie. Schick dir das. Dann weißt du warum. Stellt euch mal nicht so an. Ja, du jetzt noch. Ich bin da nicht so. Dann sagst du jetzt noch. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Ja, schon eklig. Ob ich schon wieder vergessen habe, dass eigentlich mein Fenster offen ist, eventuell mal ein bisschen leiser sein sollte. So, ich will jetzt mal was probieren. Also nimm auch keine Rücksicht. Juhu! Oh mein Gott. Das ist aber ein magischer Putz. Weil? Ryan? Ryan? Panda? Hier ist die Fahrt. Na klar. Augen. Hab ich ihn. Ich dachte, ich. Hab ich ihn schon gezogen? Nein. Hab ich nie oft. Ich hab ihn meine Fahrkarte schon gezogen. Dazu das tun. Ist doch nicht geil, wie diese Frau. Alter, voll geil. Aha. Man kann auch Offroad fahren. Hier steht jemand mit einer Waffe hinter mir. Werde gezwungen. Okay, dann wenden wir mal. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Geil, dass es geht. Gab's denn hier noch einen Seitenweg? Nein.
Doch, gab es. Geil. Da ist was. Da schwebt was. Da schwebt was. Ja, sammel ein. Drüber fahren mit dem Bus, Mann. Nö, ich kann auch durchlaufen. Juhu, ich hab was gefunden. Geil. Und du sagst, ich soll die Dampfsalz der Wege. Ha! Geil. Ryan? Mhm. Was denkst du gerade? Ich muss zum Arzt. Meine Therapeutin wartet auf mich. War dir klar, dass ich da reinfahre? Nee. Wieso nicht? Tatsächlich nicht. Wieso nicht? Ich hab's doch die ganze Zeit angekündigt. Ja, ich weiß nicht. Ich hab gehofft, du vergisst das. Das glaubst du, wenn ich so eine Strecke fahre? Wo ich direkt drauf zufahre? Ja. Ah, falsch gedacht. Hey, dafür habe ich sowas zum Einsammeln gefunden. Bist du nicht stolz auf mich? Mhm. Hey, lange nicht gesehen. Oh, du, total. Hey, ja, na toll, jetzt ist er noch nicht mal war richtig stolz auf mich. Ich war gerade nur am Trinken. Ja, ja. Ja, ist so aus meinem super duper Panda-Becher. Mit ich will einen Katzenbecher. Ich hab davon einen Einhornbecher gekauft. Ja, das VIP für immer ist wirklich für immer. In der Tat. So lange, wie du halt Plätze hast, ne? Ja, so lange, wie ich Plätze habe und selbst dann bleiben die Plätze natürlich. Es sei denn, man sagt explizit, man will kein VIP mehr sein. Das hatte ich aber bisher nur einmal. Ich bei wem mit? Ich nenne da keine Namen. Okay. Wobei, die Person kennst du nicht mehr. Also zu dem Zeitpunkt, wo du im Stream kamst, war die Person schon lange nicht mehr da. Also ich habe noch... Nein, es wird nicht mehr angezeigt. Was? Ja doch, fünf. Fünf Plätze habe ich noch. Beziehungsweise. Huch. Abbrechen bitte. Da waren 10? Ne, warte mal. Kann ja ganz einfach nachgucken. Ja, dafür musst du aber Kanalpunkte einlösen. Die gibt's nicht einfach so. In 10.000 Kanalpunkte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Huch, ach, da steht ja noch einer. Du kannst gerne was sparen. Will ich eigentlich wissen, wie viel Kanalpunkte du bei mir hast? Bei dir habe ich 19.224. Oh, da geht er noch. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Ja, weil ich ja auch schon einiges für Alerts ausgegeben habe. Ich glaube, sonst hätte ich mehr. Wo wir gerade dabei sind, warte mal. Oh, nee. Hier, wo der Bambus steht, euer sexuelle Belästigungspanda. Er sagt euch, wie sexuelle Belästigung geht, euer sexuelle Belästigungspanda. Sagt nicht dies, schaut nicht her, seid schön brav, sagt euer Panda-Bär. Oder schlicht, das erklärte euch, euer sexuelle Belästigungspanda. Ah, ich hab das aus. Es geht um eine Panda. Ich hätte mich auch gewundert. So viele Menschen, die ich mitnehmen könnte. Ja, gib ihm. Nee. Das mache ich dann, wenn keiner mitrechnet. Ich hab doch geblinkt. Seit wann fahren denn die Autos, selbst wenn du blinkst?
Ja. Du kommst raus. Ich bin abgelenkt. Ich bin hier nur 9460. Ja. Ein bisschen lurken oder so, na, passt das. Kriegt man tatsächlich wirklich schnell zusammen. 10.000 kriegst du schnell zusammen, ja. Weil ich bedenke, wie schnell Masuna die zusammen hatte. Ja. Oder ich. Ja. Hätten sie auch richtig schnell zusammen. Gut, wenn man dafür keine Alert-Punkte oder sowas ausgibt, ne? Oh, das tat weh. Heilige. Was hast du denn hier schon, ja? Ich bin gerade meinen Rücken gebrochen. Nein. Warum tust du das? Oh, ich bin zu früh ab. Ich wollte zu früh abbiegen. Huch. Aber wenigstens erwischt mich so der Blitzer nicht. Nein. Der Preis bleibt. Da wird nichts teurer. Zumindest nicht, was VIP angeht. Huch. Nicht? Nee. Warum denn nicht 10.000 und ein? 10.000 und ein? Ja, genau. Der eine, der muss sein. Nächster Halt, Schienenträgerstraße. Nee. So oft, wie ich es ja sehen will. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, und wir müssen mal wieder zusammenfahren, eine Runde. Wieso? Danke. Ach, du nur so. Ich brauche eine Fahrkarte. Wieso? Nur so. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Dann hast du aber keinen, der das Geld wieder so schnell reinholt. Das ist nicht so schlimm. Und was, wenn ich Menschen mitnehme? Ja, ist es halt... Mal gucken. Da überlegst du, ne? Da überlegst du dreimal. Ich liebe Wie viele Bits brauchte ich eigentlich für 10.000? Oh Gott, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie viel man für wie viel Euro halt kriegt, ne? Das kenne ich mich tatsächlich dann nicht so. Ich verschenke nicht so oft Bits. Ich bin eher so die Abogeberin. Glaube ich. Danke! Was denn? Ach, nix, ich hab jetzt Ohrwurm. Kaufen. Also, du kannst dir einmal 10.000 kaufen für 132,08 €. Wie lange du aber, wenn du zum Beispiel nur 500 oder sowas bezahlst, das weiß ich ja nicht, ne? Und Kanalpunkte bekommst du halt nur für Bits, wenn... Warte. Wenn du erster Schier des Monats bist, dann kriegst du 350 Kanalpunkte. Aber... Das durfte, glaube ich, schon erfolgreich absolviert, meine ich. Also erster Schier des Monats geht schon gar nicht mehr. Ansonsten durch Zuschauen halt kann man bis zu 450 machen. Bei Abos gibt's halt noch. Wenn du bei einem Raid von mir teilnimmst. Ja, genau. Bei Raids. Und wenn du also alle 5 Minuten 10. Durch die Spezialboni halt 50. Die dann die aber erhöht werden. Die fahren einfach durch die Schranken und ich krieg hier so eine Mauer hingesetzt. Das ist doch nicht wahr. Ich krieg hier so eine Mauer. Aber wenn du 10.000 Bits einlöst, gibt's leider nicht. Es sei denn, es ist halt am Anfang des Monats, dann kriegst du aber nur 350 Kanalpunkte. Ist halt von Twitch so eingestellt. Da kann man selbst auch nichts einstellen, leider. Leider. Ja, ich würde es halt sonst gerne erhöhen, ne? Ja, aber... Geldgeil wär's dann. Aber nicht für Bits, sondern halt allgemein erhöhen. Ja, gut. Du kriegst ja schon mehr, wenn du zum Beispiel ein Abo hast. Ne? Ja.
Oh mein Gott, oh die, mein Gott. Das stimmt. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Zu heiß draußen. Wieso kommen sie alle in meinen Bus und sagen, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, viel zu heiß draußen, oh nein. Was geht denn nicht an, ob es draußen heiß ist? Eigentlich müssten sie sagen, oh Gott, schon heiß hier drin. Ich könnte nicht sagen, ja, dann, ja. Wie die einfach mal ohne Fahrkarten reinkommen. Klar, 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 na klar. Hier, was? Aus Augenblick. Könnte ein bisschen dauern. Ja, ein bisschen. Also, so schnell geht's doch nicht. Aber 10.000 ist trotzdem schnell erreicht. Je nachdem, wie oft man natürlich zuschaut. Was soll ich denn jetzt zum Essen holen? Oder halt bei einem Raid-Tenant. Oder. Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Ja, probier du mal Streetfood. Streetfood. So. 1,5 Kilometer von mir entfernt. Ich hätte gerade ins DLC fahren können. Hey! War ich bisher noch nicht. Nicht einmal. Ich noch nie. Eine Fahrkarte bitte. Ob ich sie jemals sehen werde. Ja, wir müssten halt nur das Hauptspiel durchspielen. So bis zur letzten Mission. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Ja. Das kriegen wir hin. Bin jetzt auf dem Rückweg. Glaube ich. Also fast. Fast auf dem Rückweg. Oh, no. Ja, rote Ampel. Oh no, oh no, 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 no. Jetzt habe ich den, dadurch, dass ich bei Twitch gerade geguckt habe, habe ich den Stream aus Versehen weggemacht. Warte. Also was heißt weggemacht? So, jetzt. Och. Ja, ich musste ja rein und raus tappen. Dadurch war dann Stream nicht mehr auf meinem Hauptbildschirm. Eben. Hey, du möchtest nicht mehr kleben? Ich möchte nicht kleben, ja. mir ist nämlich sehr warm. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da. Ich habe schon Fenster offen, das ist so normal. Jo, ich fahre jetzt an meinem Kreis, geil. Zum Glück ist die Camp kaputt gegangen. Schade. Nee, glaub mir, heute ist sehr, sehr angenehm. Also, ich weiß nicht. Wie ich einfach an meinem Kreis war, ne? Ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht warum, ne? Sehr pünktlich, danke. Mich. Bis dann. Tschüss. Kemp sagt halt einfach nur so, nö. Ja, aber es ist halt so. Wenn wir okay. Zu denken, als wenn ich jetzt dann. Ja. Und so warm ist es halt auch nicht noch. Warte mal. Na gut, ich kann jetzt halt nur für uns sprechen. Warte mal. Ja, gut. Morgen 19 mit Regen, Dienstag 21 bewölkt. Ja gut, ab Mittwoch wird's warm. Beziehungsweise richtig warm ab Freitag, aber das kann sich ja bis dahin auch schon wieder 30 Mal ändern. Das heißt ja nichts, wenn jetzt angekündigt ist warm. Ist es ja meistens eh nicht warm. Regen wahrscheinlich diesen... Nein, echt? So. Soll es regnen? Um 6 Uhr soll es regnen. Und um 8 Uhr. Regnen. Das sagt Frischatz immer, ne? Regnen. Oder Garten. 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 Er sagt auch Gürkchen. Gürkchen. Gürkchen sonst. Gürkchen. Gürkchen. Oder Flugzeug. Nein. Flugzeug. Nein, sagt er nicht. Doch, sagt er, weil das ist tatsächlich Hannoversch. Mhm.